Hallo, liebe Jungfrauen, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den August, in die Mitte des August 2021. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit, liebe Jungfrauen. Ein mitmonatiges Reading habe ich bislang einmal erst gemacht. Das ist jetzt das zweite Mal, wo ich das mache. Es kann sehr, sehr gut sein und viele fragen, was ist denn ein mitmonatiges Reading? Ein mitmonatiges Reading greift entweder die Situation auf, die man auch schon im ganzmonatigen Reading gesehen hat und prüft dann im Prinzip, ob sich daran etwas verändert hat, ob etwas in eine völlig andere Richtung gegangen ist und das passiert häufiger, als man denkt, durch den menschlichen freien Willen, durch äußere Einflüsse, durch Schicksalsschläge, Schicksalswege, die man eben mit dem freien menschlichen Willen auch selbst bestimmen kann. Das kann ein Indikator dafür sein. Weiterhin kann es natürlich sehr, sehr gut sein, dass ich eine völlig andere Situation aufgreife, wie sie im Hauptmonatsreading tatsächlich dargestellt war. Das kann demnach dazu führen, dass dieses Reading für euch dann wahrscheinlich resoniert, wenn das hauptmonatige Reading nicht mit euch resoniert hat. Es kann natürlich ebenso sein, dass beide für euch resonieren. Es kann auch sein, dass keines von beiden resoniert. Natürlich, das wisst ihr sicherlich selbst als ich, das kann ich euch nicht sagen, liebe Jungfrauen, ob ein Reading mit euch resoniert. Das werdet ihr selbst sicherlich wissen. Weiterhin auf die Infobox habe ich ja schon ganz oft hingewiesen. Ich soll es trotzdem nochmal machen und werde es auch nochmal machen, denn viele von euch schreiben mich immer noch an, wo finde ich denn das weiterführende Reading oder ja, gibt es noch anderen Inhalt auf deinem YouTube-Kanal? Unter dem Video, liebe Jungfrauen, gibt es die Infobox. Und in der Infobox findet ihr sämtliches, was euch interessieren könnte. Ihr findet dort die Karten, die ich in meinen Readings verwende. Ihr findet Informationsvideos, Special-Videos, sogar Karten-Tutorials oder eben ja, Tutorials zum Kartenlegen an sich. Ihr findet dort unten meinen YouTube-Kanal, den Kanal meiner Mutter findet ihr dort unten und auch das weiterführende Reading. Wenn ihr daran interessiert seid und es mit euch resoniert und ihr das wahrnehmen möchtet, findet ihr da unten einen Link, genauso wie eure Jahreslegung zum Beispiel. Allerhand, da müsst ihr einfach bloß auf die Infobox eben klicken und dann seht ihr das alles. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte des Monats August 2021 meiner Jungfrau. Der Steinbock. Interessant, der Steinbock. Das kann natürlich jetzt zunächst einmal sein, dass einige von euch per se mit einem Steinbock zu tun haben, in einer gewissen Art und Weise. Ein Steinbock in eurem Alltag präsent ist oder ihr selbst natürlich Steinbock im Chart habt. Vorrangig spricht der Steinbock aber von der Willensstärke. Das ist auch gleichzeitig eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Konzentration und Ausdauer sind jetzt erforderlich. Dein Weg wird dir Erfolg und neue Wachstumschancen bringen. Willensstärke, Ausdauer, Konzentration. Ich würde dazu noch Ehrgeiz ergänzen. Vielleicht auch Durchhaltevermögen und Kondition. Je nachdem, wie viele Steine euch hier in den Weg gelegt werden zwischen eurem jetzigen Standort und dem Ziel, welches ihr hier schließlich erreichen möchtet. Denn jeder von euch scheint hier ein Ziel zu haben, für die das Reading hier resoniert. Es kommt darauf an, wie sehr will man das durchsetzen, was man sich erhofft, erwünscht oder eben auch sich selbst vielleicht erfüllen möchte. Darum die Willensstärke und da, ja, wie er schon sagt, Ausdauer, Konzentration, vielleicht sogar Geduld auch, das kann auch sein. Je nach Situation natürlich ist da auch etwas anderes erforderlich. Bin mal sehr gespannt, was mir die Karten jetzt dazu sagen können. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte August 2021 meiner Jungfrau. Die Waage sehe ich da schon und den Tod sehe ich. Die Waage, also die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist klassische Wagenkarte. Ich habe hier die klassische Skorpionkarte übrigens. Für diejenigen, die hier immer wieder Standzeichen hören möchten, bitteschön, es kann natürlich jedes andere Standzeichen auch noch sein. Das werde ich wahrscheinlich auch nochmal erklären dann, weil ich immer wieder darauf festgenagelt werde, obwohl ich sage, bitte nagelt euch nicht darauf fest. Ihr habt hier die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit sorgt für Ausgleich, sorgt für Gerechtigkeit, wie der Name auch schon sagt.
Einige von euch haben es hier mit einem Gerichtsstreit, einer Gerichtsangelegenheit möglicherweise zu tun. Das könnte hier für einige von euch tatsächlich eure Aufgabe sein, die quasi primär Fokus benötigt. Viele von euch haben hier mit einem, vielleicht Sorgerechtsstreit tatsächlich zu tun, vielleicht aber auch einem kleineren Vergehen, vielleicht einer kleineren Meinungsverschiedenheit, die jetzt vor Gericht ausgefechtet wird sozusagen. Und in der hier schon einiges auf und ab gegangen ist, die sich aber mit dem Tod, der hier folgt, so langsam aber sicher dann dem Ende nähern wird. Das ist aber sehr speziell. Nicht für jeden von euch natürlich so zustimmend. Für einige von euch könnte das tatsächlich aber in diese Richtung gehen hier. Mit der Gerechtigkeit will man auf jeden Fall ausgeglichen sein. Man möchte eine innere Balance oder tatsächlich eine Balance in eine ganz gewisse Situation einbringen. Man möchte hier vielleicht auch auf beidseitiges Einverständnis stoßen oder es eben nicht nur sich selbst recht machen, sondern auch einer oder mehreren weiteren Personen recht machen. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man hier etwas in die Balance bringen möchte. Etwas, was sich eventuell in der letzten Zeit, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, verändert hat, liebe Jungfrauen. Dafür steht nämlich der Tod primär. Das ist Veränderung und Transformation. Ihr habt hier schon zwei große Arkane, die ich definitiv noch weiter klären muss, um dann noch ein bisschen mehr Details erlangen zu können. Sieben der Stäbe in der Mitte. Ja, Sieben der Stäbe sieht mir hier wie ein Blocken aus. Das sieht mir hier, vor allem weil der Tod auch drauf steuert, auf eine entweder Zurückweisung oder eine defensive Haltung vor. Jemand scheint sich hier tatsächlich zu weigern, zu sträuben, zu zögern, vielleicht euch auch sogar zu blocken, liebe Skorpione. Vielleicht ein Skorpion wollte ich jetzt gerade sagen, liebe Jungfrauen. Eventuell kann das auch genau andersrum sein, dass euch ein Skorpion blockt. Das kann auch im Speziellen der Fall sein. Ich meine, hier geht ihr, liebe Jungfrauen, in eine Art Verteidigungshaltung, in eine Art nicht Rückzug, aber definitiv habt ihr hier einiges abzuwehren, was euch sozusagen entweder etwas anhaben möchte. Und das kann sehr, sehr gut auch so etwas wie Kritik zum Beispiel sein. Das kann auch sowas wie Stress sein. Ja, das kann auch sowas wie übermäßige Arbeit sein. Das kann hier sehr, sehr vieles noch sein. Werde ich sicherlich auch noch weiter Details bekommen. Die Hohepriesterin. Hohepriesterin, jetzt kommt hier auch ein Fisch hinaus für diejenigen, die Sternzeichen hören wollen. Die Hohepriesterin spricht von einer gewissen Feinfühligkeit. Das zum einen. Zum anderen aber auch, wie der Steinbock schon sagt, von Konzentration. Das ist jemand, der beispielsweise sogar Visionen haben könnte. Jemand, der durch Träume beispielsweise auch Klarheit bekommt oder vielleicht sogar Antworten bekommt. Meistens aber auch eigene Ziele, Wünsche und Träume aufgezeigt bekommt. Das kann sehr, sehr gut eine spirituelle Zeit für euch werden, eine feinfühlige Zeit für euch werden. Wahrscheinlich auch so um den Vollmond rum. Ich glaube, der ist der Mitte oder eher im dritten Quartal des Monats? Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber gerade das kann hier eine sehr, sehr feinfühlige bzw. mental basierte Zeit für euch werden, liebe Jungfrauen. Vor allem, was eine gewisse Veränderung in eurem Alltag, in eurer Routine betrifft. Das sagt mir hier die Spiegelung Hohepriesterin auf den Tod. Man lernt oder zieht Rückschlüsse aus einer Situation, die sich schleichend verändert hat und versucht darüber Klarheit zu erreichen. Die Liebenden. Okay. Die Liebenden steht hier natürlich oftmals für eine sehr, sehr starke Verbindung zwischen zwei Menschen. Das kann hier sehr, sehr gut auf eine Beziehung, Partnerschaft, möglicherweise Freundschaft auch hindeuten, dass dies entweder eines der Ziele ist oder vielleicht sogar das große Ziel für euch ist. Das kann hier sehr, sehr gut beides sein. Ihr fühlt euch aber, was das angeht, potenziell etwas ungerecht behandelt bzw. vielleicht auch benachteiligt. Das kann im ganz Speziellen so sein, liebe Jungfrauen.
Ich glaube, es gibt hier eine Situation zwischen euch und einem ganz bestimmten Menschen, zu dem ihr vielleicht auch Gefühle habt, vielleicht sogar sehr große Gefühle habt, weil das ist schon nicht ohne hier mit den Liebenden. Fühlt euch aber unausgeglichen, fühlt euch vielleicht auch, wie gesagt, benachteiligt, fühlt euch vielleicht aber auch nicht wertgeschätzt. Und da komme ich mit der Spiegelung der Gerechtigkeit auf die Liebenden drauf. Möglicherweise hat sich hier ein Mensch oder die Beziehung oder ein Connection an sich über einen längeren Zeitraum, ich meine, hier ist ein längerer Zeitraum angezeigt, doch stark verändert. Eventuell, ja, ist es sehr viel stiller geworden um euch. Vielleicht ist es aber auch sehr viel ruhiger geworden. Es kann auch sehr, sehr gut sein, dass sich hier aber auch der Mensch erheblich verändert hat. Möglicherweise. Die 9 der Schwerter ist im Outcome und sie deutet eher auf eine Sehnsucht hin. Vielleicht auch Ängste. Es ist wie die Hohepriesterin eine Nachtkarte. Deswegen könnte ich mir hier sehr, sehr gut auch Albträume vorstellen, beziehungsweise Befürchtungen auf eurer Seite, liebe Leute. Höchstwahrscheinlich, was dieses Liebschaftsthema hier angeht, beziehungsweise wollen hier einige von euch eine Beziehung, und bitte nicht mit Partnerschaft verwechseln, eine Beziehung kann man auch zu einem Familienmitglied haben, einem Freund haben, zu seiner Katze haben, nicht? Also das ist alles Beziehung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man ja auf diese Beziehung bezogen eine gewisse Veränderung durchlitten hat oder eben ja durchlebt hat und möchte nun sozusagen wieder ins Gleichgewicht kommen. Diese Gerechtigkeit und der Tod hier vorne, es ist ein Ungleichgewicht, was durch eine Transformation entstanden ist. Und diese Transformation betrifft entweder die Sache an sich, und dann rede ich von äußeren Einflüssen, oder einen Menschen, und dann rede ich vom freien menschlichen Willen. Eventuell kann ich das jetzt herausfinden. Klärung zur Gerechtigkeit. Die 10 der Stäbe. Die 10 der Stäbe spricht von Überlastung, von Überarbeitung, von einer Bürde auf den Schultern lastend. Es kann hier auch sehr, sehr gut sowas wie ein, ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht oder ein Brett vor dem Kopf haben, stehen. Ich sehe es hier eher als eine Art Belastung oder Überlastung. Ich sehe hier eher keine Bürde. Diese Belastung, Überlastung steht aber darauf, dass man hier ein Gleichgewicht erzielen oder erzwingen möchte, fast schon. Und da es eine Belastung ist für euch, fühlen sich hier einige benachteiligt tatsächlich. Fühlen sich hier entweder nicht wertgeschätzt von bestimmten Personen oder einer ganz bestimmten Person, die euch eventuell einfach ignoriert, die euch eventuell einfach vergessen hat oder dabei ist zu vergessen, vielleicht auch tatsächlich nicht das wertschätzt, was ihr tut. Bitte bedenkt, ich habe von Beziehung gesprochen. Das heißt auf Deutsch, es muss hier nicht mit dem Liebesthema zusammenhängen. Das kann auch sehr, sehr gut ein Arbeitskollege sein. Das kann der Chef persönlich sein, der eure Arbeit, euer Engagement einfach nicht wertschätzt oder ihr fühlt euch nicht wertgeschätzt. Eine Klärung zum Tod. Ja, sprechend von der Arbeit habe ich hier direkt die 8 der Münzen liegen. Die 8 der Münzen ist die klassische Arbeitskarte. Es kann sich aber auch um etwas wie Ablenkung handeln, vor allem dann, wenn es sich hier doch auf einen bestimmten Menschen und dann eben lieber oder eher in liebestechnischer Art eben bezieht. Die 8 der Münzen auf den Tod, euer Arbeitsumfeld, euer Arbeitsengagement oder tatsächlich der Effort, wie sagt man da, der Elan, die Motivation, ja, das Engagement. Engagement ist, glaube ich, das beste Wort, um es hier zu nennen. Das Engagement, welches ihr, ein bestimmter Mensch oder eben mehrere bestimmte Menschen in ein gemeinsames Projekt, in eine gemeinsame Verbindung oder, ganz groß geschrieben, ein gemeinsames Ziel hineingesteckt habt, hat sich stark verändert und das schleichend potenziell. Hier war jemand,
und das könntet ihr sein oder euer Gegenüber sein oder bestimmte mehrere Menschen sein, haben mit der Zeit immer weniger füreinander gearbeitet, haben vielleicht mehr für sich selbst getan, anstatt für den anderen etwas zu tun. Ein Gleichgewicht ist hier nach und nach geschrumpft tatsächlich, weniger geworden, ne? Hat nachgelassen auf jeden Fall. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man hier bis zu einem gewissen Punkt das Spielchen mitgemacht hat und dann tatsächlich nicht mehr. Erklärung zu den 7 der Stäben. Die 2 der Stäbe. Ja, eine gewisse Zeit lang dieses Spiel mitgemacht, ist hier eigentlich genauso dargelegt. Die 2 der Stäbe ist eine bestimmte Zeitkarte. Sie umfasst einen längeren Zeitraum für die meisten von euch. Für manche von euch ist das erst vor ein paar Wochen eventuell passiert. Ich sehe hier nicht etwas, was erst gestern passiert ist, sondern was sich schon eine bestimmte Zeit lang zieht, die 2 der Stäbe. Zunächst einmal ist das eben diese Zeitspanne, zum zweiten ist das eine andere Art des Vorgehens. Und das kann ich hier sagen sowieso, wenn der Tod hier konjugiert, hat hier jemand sein Verhalten nicht abrupt geändert. Ich meine immer so ein bisschen Stück für Stück geändert. Und ich meine, dass dieses Verhalten weniger wurde in Bezug auf ja, den Elan oder den Effort, wie ich schon vorhin gesagt habe, eines bestimmten Menschen, welchen er bereit war, in eine bestimmte Sache zu investieren. Einem wurde das immer weniger wichtig. So ist ein Satz, den ihr vielleicht tatsächlich auf eure Situation beziehen könnt. Eine Klärung zur Hohepriesterin. Der Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche, das könnte jetzt tatsächlich auch ein Wasserzeichen sein. Ich habe hier auch schon den Fisch, ich habe hier den Skorpion. Bitte nicht darauf beschränken oder darauf ja, festnageln. Das kann hier auch ein Mensch sein, der sich schlichtweg ja, öffnen wollte, vielleicht sogar sich geöffnet hat, gefühlstechnisch jetzt sprechend. Und was für ihn auf jeden Fall etwas... Ich sage jetzt mal, eine Aufgabe für diesen Menschen selbst war das Arbeiten an seinem eigenen Selbstbewusstsein. Dieser Mensch hat eine gute Angst davor, sich gefühlstechnisch emotional zu öffnen. Das würde ich vorrangig dann sagen, wenn hier der König der Kelche liegt, weil das ist tatsächlich seine Eigenschaft. Dennoch sehe ich hier beim Ritter der Stäbe Ritter der Kelche jemanden, der sich euch gegenüber eventuell bereits geöffnet hat, aber dann nur Worte gesprochen hat und keine Taten hat folgen lassen. Und das sehe ich hier drin und das sehe ich hier drin. Deswegen, es kann jemand sein, der zwar seine Gefühle einst freien Lauf gelassen hat, aber bestätigt hat er das oder sie das tatsächlich bislang nicht, liebe Jungfrau. Und das sehe ich hier eher drin. Das ist so ein Mensch, der sich entweder von seiner Intuition tatsächlich leiten lässt, ne? Das ist hier eine Bewegungskarte, sprich ein Ritter auf die Hohepriesterin, da lässt sich jemand treiben oder leiten von seiner Intuition, von seinem Bauchgefühl, von dem, was er meint, ist das Beste. Und das kann manchmal in die richtige Richtung führen, das kann manchmal in die falsche Richtung führen, vor allem dann, wenn die Intuition getrübt ist. Und was trübt die Intuition als allererstes? Das hier. Angst, Gedanken, Reue, Zweifel, Passivität, Pessimismus, das trübt alles die Intuition tatsächlich. Eine Klärung zu den Liebenden. Das waren 2 Karten, das sind die 6 der Schwerter. Zielstrebig, ehrgeizig, ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Ich habe hier schon 2 Energien, die Richtung Zukunft laufen und ich habe hier den König der Schwerter. Der König der Schwerter ist jemand, der ganz klare Entscheidungen trifft, der vielleicht teilweise auch etwas gefühlskalt rüberkommt, es in den wenigsten aller Fällen aber ist. Kopfperson, logisch denkende Person ist das hier.
Ja, ich glaube, hier ist genau so etwas passiert tatsächlich, wie ich es mir hier schon erahnt habe. Hier hat sich jemand entweder von seiner Intuition zwar leiten lassen, aber im Nachhinein die ganze Sache im Kopf belassen und nicht agiert dementsprechend, was er da gesagt hat. Wenn sich euch jemand hier tatsächlich geöffnet hat, und da spreche ich eher in der Vergangenheit oder von etwas, was, also hier wegen der Zeitkarte oder eben etwas, was erst kürzlich passiert sein könnte für euch, liebe Jungfrauen, hat dieser Mensch zwar ja etwas zu euch gesagt, etwas Aufreizendes, etwas Liebevolles, etwas Gefühlsbetontes, hat aber danach, ja, sich nicht weiterhin so verhalten, als ob er das so meinen würde, wie er es gesagt hat. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das ist so sehr speziell hier, weil dieser Mensch war, nachdem er das gesagt hat, stark in seinem Kopf unterwegs und hat sich dann erstmal gefragt, warum habe ich das denn jetzt gesagt? Ich meine, ich habe es gesagt, aber warum habe ich das denn jetzt gesagt? Ne? Das könnte so ein Mensch sein. Weiterhin aber, liebe Jungfrauen, sehe ich hier eine Person tatsächlich, an der ihr festhaltet. Aus der ihr eventuell nicht schlau werdet, weil sie sehr geheimnisvoll zu sein scheint. Ihr habt hier einen Schritt von einem Menschen auf euch zu bekommen, mit dem hier vielleicht einige gar nicht gerechnet haben. Aber dieser Schritt ist etwas, was ihr zwar wertschätzt, aber dennoch seht ihr keine Entwicklung dadurch. Das war etwas, was passiert ist und seitdem ist irgendwie nichts passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr danach aktiv wurdet gegenüber diesem Menschen oder, also ich bin mir sehr sicher, dass dieser Mensch nicht aktiv wurde, nachdem er auf euch zugegangen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch seitdem an etwas festhalten, was dieser Mensch getan oder gesagt hat. Das ist sehr speziell und ich habe hier nochmals die 9 der Schwerter. Okay. Das ist dann schon sehr negative Energie hier. Also die 9 der Schwerter ist für mich persönlich eine negativere Karte als die 10 der Schwerter. Weil bei den 10 der Schwertern ist man dabei, negative Gedanken zu übergehen. Bei den 9 der Schwertern ist man mittendrin. Kann hier Richtung Depression gehen, kann hier Richtung Burnout gehen, Verzweiflung, krasser Pessimismus vielleicht sogar. Ich werde erstmal noch weiter klären, weil das. Eine Klärung zu den 10 der Stäben. Die 9 der Schwerter. Also entweder greife ich die Energie von jemandem auf, der tatsächlich mental viel einstecken hat müssen in der Vergangenheit, vielleicht sich auch immer noch darin befindet, liebe Jungfrauen. Also sprechen von einer Art Depression, sprechen von einer Art Midlife-Crisis, Burnout, Bore-out, das kann hier alles sehr, sehr gut auch eine starke Frustration sein, weil Frustration ist eigentlich eher so die 4 der Kelche, aber 9 der Schwerter ist schon eine Stufe heftiger auf jeden Fall. Vielleicht sehr starke Albträume, die euch plagen in letzter Zeit, vielleicht auch eine sehr große Sehnsucht, wobei ich hier eher eine Verzweiflung erkenne, liebe Jungfrauen. Viele von euch verzweifeln aufgrund eines Verhaltens eines Gegenübers von euch. Und das ist ein sehr spezielles Reading tatsächlich. Ich werde es euch gleich noch mal etwas genauer erklären, aber es scheint mir hier vor allem in der großen Konstellation sehr deutlich zu sein, was genau hier vorgegangen ist und immer noch vorgeht. 8 der Münzen. Der Page der Kelche. Also viele von euch haben es entweder wirklich per se mit einem Wasserzeichen zu tun oder mit jemandem, der entweder viel Wasser in seinem Chart hat oder einer, der sehr gefühlsbetont ist, sehr sensibel ist. Ich würde ihn fast als bipolar bezeichnen, liebe Jungfrauen. Bipolarität muss ich kurz erklären. Bei bipolaren Menschen liegt oftmals eine psychische Störung vor. Das kann hier, hier und hier definitiv auch der Fall sein. Bipolare Menschen sind entweder so glücklich, dass sie gerade die ganze Welt umarmen könnten, oder am Boden zerstört, dass sie am liebsten gerade sterben würden. Das ist ein 100 und ein 0. Und dazwischen gibt es nichts bei bipolaren Menschen. Das ist entweder einer, der ist überglücklich oder mega traurig. Und dazwischen gibt es nicht. Das ist eine bipolare Störung. Es kann sehr, sehr gut sein, dass ihr es mit einem Menschen zu tun habt, der so etwas hat.
Vielleicht, für ganz wenige seid ihr das selber vielleicht sogar, die das haben, obwohl ich das jetzt hier nicht per se darin sehe. Ich sehe es eher bei diesen Menschen, der teilweise übersensibel ist, der teilweise aber auch wirklich hochfeinfühlig sein könnte tatsächlich. Ihr hattet hier einen Menschen, vielleicht habt ihr diesen Menschen auch noch. Ich spreche von hattet, weil hier auch die Veränderung drauf gespiegelt ist, der euch zu einem gewissen Zeitpunkt, und der kann, wie gesagt, ein paar Wochen her sein, Monate her sein, bis hin zu Jahren her sein. Dieser Mensch hat sich euch gegenüber geöffnet, und zwar emotional geöffnet. Dieser Mensch hat euch zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, wie er für euch empfindet. So, daraufhin scheint mir bei vielen von euch tatsächlich sich nichts entwickelt zu haben. Und das ist hier dieser springende Punkt, weil eine Beziehung oder Partnerschaft war zu einem gewissen Zeitpunkt angestrebt, nicht nur von euch, sondern auch von diesen Menschen. Aber das hat sich dann irgendwo verrannt, weil dieser Mensch ist mit den Gedanken abgedriftet von diesem Thema, ist hier weg. Es kann sein, dass es sich um einen Menschen handelt oder handelte, der beziehungsunfähig ist. Und das wahrscheinlich sogar wirklich ist. Nicht nur, dass er es selber glaubt, sondern dass es vielleicht wirklich ist. Ich rede jetzt nicht von einem Soziopathen oder von so einem ja, ganz, ganz schlechten Manipulator-Menschen. Ich sehe hier noch keine solchen Karten hier, aber dieser Mensch hat etwas gesagt, was dann eigentlich im nächsten logischen Schritt zu einer Beziehung oder Partnerschaft führt. Aber hat sich dann mit seinen Gedanken sowas von davon verabschiedet, ohne dass ihr dazu etwas sozusagen beigetragen habt. Und das ist dieser Punkt, aus dem ihr nicht schlau werdet, liebe Jungfrauen. Das ist ein Verhalten eines Menschen aus der Vergangenheit, welches euch unergründlich ist. Und was ja dann spätestens hier im Outcome dann eventuell zu einer Art Uneinsichtigkeit, möglicherweise auch Verzweiflung führt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier sehr, sehr viele im Zerdenkermodus landen könnten von euch, liebe Jungfrauen. Dann, wenn man sagt, wenn man gesagt bekommt, liebe Jungfrauen, ich mag dich sehr, ich finde dich interessant, ich möchte gerne mehr Zeit mit dir erleben, ich möchte dich gerne wieder einladen auf ein Date, zum Beispiel, ja? Und danach habt ihr nie wieder von diesen Menschen gehört, liebe Jungfrauen. Ist es dann nicht etwas Unergründliches? Ist es dann nicht etwas, was man erfahren möchte? Und ich meine, ihr seid hier in dieser Situation, wo ihr das definitiv erfahren wollt. Es kann natürlich noch höher gewesen sein. Das kann jemand sein, der euch einen Heiratsantrag gemacht hat und ja, euch dann geghostet hat, euch dann quasi auf dem Telefonbuch gelöscht hat und ihr habt nie wieder was von diesen Menschen gehört. So einen Art von Umschwung sehe ich hier, so eine Art von vielleicht sogar doch abrupter Transformation. Eine Klärung zu dem Zwei der Stäbe. Die Kraft. Ja, Mut, Tapferkeit, Kraft im übertragenden Sinne, glaube ich, ist hier tatsächlich angezeigt. Die Spiegelung auf die Sieben der Stäbe ist ganz klar die Verteidigungshaltung, die auf eurer Seite präsent ist. Ihr verteidigt euch in dem Sinne, dass ihr versucht, diese Gedanken hier, wie sie hier und hier zu sehen sind, nicht so nah an euch heranzulassen. Ich glaube, es landen hier wirklich viele im Zerdenkermodus oder überdenken, zerdenken diese Situation, die da stattgefunden ist. Mit der Kraft auf die Sieben der Stäbe gespiegelt und auf die Zwei der Stäbe geklärt. Habt ihr hier ja, eine Zeit, die sehr beschwerlich sein könnte, die für euch tatsächlich so eine Art von Last darstellt, eine Art von Belastung darstellt? Und das ist jenes, da ihr nicht nachvollziehen oder verstehen könnt, wie ein Mensch etwas sagen kann. Und dann nichts folgt. Nichts folgt. Keine Tat, kein weiteres Wort so ungefähr. Das sieht man hier nämlich eher so drin. Und das ist etwas, was eine Belastung darstellen könnte. Und mit der Kraft habt ihr es einen ganzen Zeitraum geschafft, diese Belastung zu stemmen, diese Bürde zu tragen, beziehungsweise diese Schwere auch zu ertragen, sozusagen. Und das sieht man hier in der Mitte sehr, sehr stark drin. Und ihr seid weiterhin, so wie ich das da oben sehe, bereit, diese Belastung auf euch zu nehmen, in der Hoffnung, von diesem Menschen entweder einen nächsten Schritt zu sehen, erfahren zu dürfen. Aber das ist so eine Energie mit,
das wurde gesagt und jetzt wartet man auf die Handlung sozusagen. Jetzt wartet man darauf, dass etwas auch wirklich passiert, was sich schon anbahnt. Ja? Eine Erklärung zum Ritter der Kelche. Die Königin der Stäbe. Ist das euer Gegenüber hier? Er ist hier drauf gespiegelt, hier drauf geklärt. Gab es da einen Sinneswandel auf eures Gegenüber Seiten, liebe Jungfrau? Denn das seid hier nicht ihr, liebe Jungfrau. Das ist hier entweder eine dritte Person und dann ist mir völlig klar, was hier passiert ist. Oder es ist ein Sinneswandel oder ein Gesinnungswandel auf der Seite eures Gegenübers. Der Unterschied zwischen dem Ritter der Kelche und der Königin der Stäbe ist ganz, ganz klar, dass dieser Ritter der Kelche sich von seiner Intuition hat leiten lassen, hat etwas ausgesprochen, was ihm nicht leicht fiel, definitiv nicht hier, was sehr gefühlsbetont war und definitiv direkt an euch gerichtet war, mit der Absicht, eine Beziehung oder Partnerschaft einzugehen. Bis hierhin könnt ihr mir folgen. Was hier jetzt kommt, diese Königin der Stäbe direkt auf diesen Ritter der Kelche ist entweder der Sinnungswandel in dem Fall, dass dieser Mensch seine Freiheit liebt. Dieser Mensch ist freiheitsliebend, der Mensch möchte sich nicht binden, der Mensch kann sich vielleicht sogar gar nicht binden. Hier in der Konstellation ist das sehr, sehr gut möglich, dass das nicht jemand ist, der sagt, ja, ich bin beziehungsunfähig und der das dann meint bloß. Das kann sogar einer sein, der beziehungsunfähig ist, der nicht lieben kann, der sich nicht aufopfern kann, der nicht weiß, schlichtweg, wie eine Beziehung funktioniert. Das kann so ein Mensch sein. Weiterhin ist das einer, der etwas sagen kann, mit dem Hintergrund hier im Prinzip nur auf ein fixes Abenteuer aus ist. Das kann genauso so ein Mensch gewesen sein. Hier ist nämlich das Gefühlsbetonte, was sofort in die Leidenschaft umschwenkt. Ja? Und das, um es direkt auszusprechen, liebe Jungfrauen, manche Menschen sagen etwas, um den Gegenüber schlichtweg ins Bett zu bekommen. Ja? Und das kann hier sehr, sehr gut passiert sein tatsächlich. Eine Klärung zu den Sechs der Schwerter. Sechs der Schwerter. Sechs Schwerter, sechs Schwerter aufeinander. Beide, liebe Jungfrauen, haben sich scheinbar von der Idee, dass das Ganze zwischen euch in eine Beziehung führen könnte, gedanklich entfernt. Gedanklich Ausrufezeichen. Ja, viele von euch halten daran fest oder räumen sich nach wie vor, und das sieht man hier in der großen Konstellation, die Möglichkeit ein, dass dieser Mensch es doch ernst gemacht hat oder doch ernst gemeint hat und jetzt nur noch eine Zeit lang braucht, um das, was er gemeint hat, auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass dieser Mensch gesagt hat, ich möchte mit dir zusammen sein, aber ich brauche noch Zeit. So ein Szenario kann das hier darstellen, liebe Jungfrauen. Es kann, ne, für einige von euch, nicht für alle, weil ich habe hier keine Dreier-Konstellationskarten, auch sein, dass ein dritter Mensch noch zwischen euch beiden steht. Wäre ebenso sehr, sehr gut möglich. Die Outcome-Karten finde ich extrem interessant, weil neun Schwerter ist schon heftig negative Energie. Das muss ich mir ganz genau anschauen. Der König der Kelche ist, meine ich, eine Entwicklung des Ritters der Kelche hier. Es ist hier der Page, der Ritter und hier hinten ist der König. Das ist eine Etablierung, eine Entwicklung auf der Seite eures Gegenübers, der eventuell mit einigen privaten Dingen abschließen muss, zurechtkommen muss, die hinter sich bringen muss, hier mit der Arbeitskarte, und dann eventuell bereit ist für das, was er euch schon längst gesagt hat. Hat er vor. Das ist sein Ziel, sein Wunsch, sein Traum, seine Gefühle euch gegenüber. Ja, die ihr zwar gesagt bekommen habt, aber noch nicht fühlen dürftet, liebe Jungfrauen. Und bis dahin sind hier einige von euch am Zähne zusammenbeißen, sind hier einige am sich danach sehnen oder versuchen, sich selbst zu ergründen, warum dieser Mensch so agiert und handelt. Und das kann sehr, sehr zermürbend sein, liebe Jungfrauen, vor allem gedanklich. Ich bin sehr gespannt auf die Outcome-Karten. Liebe Jungfrauen, wenn ihr euch in einer solchen Geschichte, in einem solchen Szenario befindet und es mit euch resoniert, ihr gespannt seid, wie es weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Es ist natürlich kein Muss. Ich wünsche euch sehr viel Durchhaltevermögen. Ich wünsche euch Ruhe. Ich wünsche euch vor allem innere Ruhe. Kraft natürlich auch. Und ich wünsche euch sehr viel Glück.
Geduld, wenn sie angebracht ist, vor allem aber auch anhaltende Gesundheit natürlich. Ich wünsche euch einen tollen August, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin macht es gut.